Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Reaction-Video. Mit dabei habe ich TK Official. Und zusammen gucken wir uns zwei Boygroups an aus zwei verschiedenen Ländern. Da haben wir SP19 aus Philippinen und Unity aus Indonesien. Zu SP19 habt ihr mir so viele Vorschläge geschickt und wir haben ja schon Alap und Go Up irgendwie angeguckt. Aber Tila Luha fehlt uns noch. Das gucken wir uns an. Und bei Unity haben wir auch zwei Musikvideos abgecheckt gehabt. Satu zum einen. Und das andere war Choba Chintaku. Okay. Fangen wir mit SP19 an? Ja, würde ich sagen, fangen wir damit an. Und genau. Das ist koreanisch. Ja, okay. Ja. Oder? Doch, ja, doch. Ja. Ist auch eine Serie. Hört sich an wie so ein K-Drama. Ja, K-Drama, genau. Okay. Tila Luha. Also die Gruppe kann echt gut tanzen, ne? Ich bin. Ich mag die jetzt tanzen. Also ruhig. Das ist nicht. Oh, wie süß die beiden sind. Es schaut mega traurig aus. Sie hat. Oh mein Gott. Oh. Hat die sich getrennt? Oh, do I forget? Oh. Wahrscheinlich hat er irgendwas gemacht. Also die Stimmen jetzt, also bis jetzt gefällt mir gut, schön ruhig, schön gesungen. Ich frage mich nur, ob das jetzt die ganze Zeit so, was soll ich sagen? So eine Story hat, also nur mit der Story ist. Ob man die Jungs noch sehen wird oder nicht, bin ich gespannt. Ich glaube, trinkst du Soju? Ja. Du merkst schon, welche von den beiden Alkoholiker ist. Ja. Scherz natürlich. Auf jeden Fall sieht mit viel Emotion, mit viel Gefühl, ja. Sehr schön gesungen.
So emotional. Was ist das da? Das sieht lecker aus. Gleich mit alles, sehr viel Käse drin. So einfach dein Brot rein und raus. Und lecker. Oh. Ja, die kommen safe wieder zusammen. Naja, das ist ja vorbei. Obwohl, gibt's ein Happy End? Gibt's ein Happy End? Happy End, aber anscheinend. Ah, doch nicht. Das Leben kann so hart sein. Tila Luha. Schade, schade, schade. Darauf erstmal eine Cola gönnt. Ja. 2018. Ich glaube, das war sogar der Debütsong und hat 1,7 Millionen Klicks. Ja. Und ja, schreibt in den Kommentaren gerne, wie ihr das Lied findet. Nicht. Ja. Not bad. And the next one is... Nach Indonesien. Wir gucken uns jetzt Unity an. Zu Unity haben wir auch eine Reaction gemacht gehabt. Also, Coba Cinta. Könnt ihr gerne anschauen. Und das ist jetzt unser, also mein drittes Lied. Pangeran Tidur, Sleeping Prince. Ach, das Lied ist sogar dieses Jahr erschienen. 2020. Ja. 1 Million Klicks. Interessant, interessant. Okay. 1,1 Millionen Aufrufe. Dann, das sieht ja interessant aus. Ja, ja. Wir haben auch fast gar keine Dislikes. Ja, wir haben bei SP19 war auch so. Mhm. Ah. Okay. Aber schon mal hier mehr, viel mehr ja. Likes. Die haben die krasseren Fans, denke ich mal. SP19. Mhm. Ja, wir haben vorhin TGX angeschaut. Genau, The Galaxy. Ja, das war die zweite indonesische Boygroup, die wir angeschaut haben. Und jetzt wieder ein anderes Lied. Pangeran Tidur. Jetzt bin ich gespannt. Genug geredet, fangen wir an. Ach, 5 Minuten, ne? Oh, ja. Das ist okay. Das sind die Jungs. Das sind eine Boys-WG. Chillen da rum, reden da, dies, das. Okay, er ist, was macht er? Ist er verliebt? Oh. Ja, okay, er ist verliebt. Hey girl. Hey girl. Okay, das Lied handelt über ihn, denke ich mal. Oh, no. Über das Mädchen. Das andere Lied, Coba Cinta, haben die ja auch in Korea gedreht, gell? Weißt du noch? Ja, da sind die auch in kleine Mädchen gelaufen. Ach ja, genau, wo es auch nur wieder um einen ging. Genau, und ja. Aber wurde auch abgeblitzt. Ja, genau, war auch groß. Ja, der Arme. Ist es neu als Mädchen? Mal gucken, ob es hier ein Happy End geben wird. Ja, also der Blick sagt schon aus. Sie schaut auch mega jung aus, ne? Ja. Ja, ich fand auch gerade. Ja, was? Ich fand auch gerade die Stimmen voll gut zusammen harmoniert. Ja, genau. Wo sie so ein mehrere gesungen haben. Ja, A cappella. Ja, war echt schön. Ja. Okay, nein, du darfst nicht. Schon ein paar Member cute. Alles Justin Bieber in der Anfangszeit. Oh, der richtig coole, oh mein Gott. So krass. Ich bin
ihr Lächeln, Grinsen noch gesehen. Die hat sich auch gefreut. Achso, ne, hab ich nicht. Was ist das denn? Kiss, kiss, kiss. Oh, jetzt hat sie den Glas. Oh, okay, das ist gut. Oh. Was? Oder hat er damit geübt? Oder stellt sich das noch vor? Ja. Ja, wahrscheinlich stellt er sich das noch vor. Wir werden ja am Ende sehen, ob er einen Korb bekommt oder nicht. Ich glaube, die Jungs stehen voll krass auf Love Songs. Ja. So eine richtig typische Boyband-Crew. Ja. So alle gemeinsam, alle lachen sich gegenseitig an, tanzen so. Ja. Ich glaube, er ist der Älteste, denke ich mal. So, Gesicht her sieht er so aus. Okay. Kiss, kiss, kiss. Ich finde auch, das Video ist voll hell. Sieht gut aus, gute Qualität. Nach TGX. Weil TGX war irgendwie so dunkel, ein bisschen schlechtere Qualität. Ja. Aber dann das hier ist. Okay, du musst ja auch, nicht fertig machen, reicht. Ich nicht, aber der Levelunterschied, ne? Ist echt gut hier. Ja, ist echt gut gemacht. Auch wenn ich es mir nie wieder anhören werde, ist es okay. Semangat bro, udah sudah kenapa? Ya, gue belum reply. Mas, karena gue baru lihat di Instagram. Kita juga belum udah cinta-cinta. Oh, sweet, sweet, sweet story. Yeah. Hmm. Was sagst du? TK. Welches der beiden Lieder hat dir mehr gefallen? Muss ich mich entscheiden? Ja, musst du. Ich würde sagen Unity, weil das einzige, was mir hängen geblieben ist, dieses Kiss, Kiss, Kiss mehr nicht. Aber ich werde mir es auch nicht privat anhören. Okay. Ja, deine Meinung? Schwierig. Ich finde beide so auf dem gleichen Level, irgendwie beide Lieder. Das eine war sehr schön gesungen mit Emotionen und so. Mhm. Und das andere war ein bisschen happier. War auch schön gesungen, war auch ruhiger. Das sind eigentlich Songtypen, die ich mir jetzt nicht privat so anhöre. Aber ich fand jetzt stimmlich, waren beide echt gut. Schreibt gerne in den Kommentaren, welche der beiden Gruppen euch mehr gefällt. Team SB19 oder Team Unity. Guckt euch. Ich will was sehen. Auf jeden Fall. Guckt euch auf jeden Fall unsere anderen Reactions an, die wir gemacht haben zu den Gruppen. Und genau. Falls ihr mehr Vorschläge habt, könnt ihr gerne in den Kommentaren schreiben. Liken, abonnieren. Genau. Dann sage ich auch Dankeschön fürs Zuschauen und dann sehen wir uns auch, hoffe ich mal, im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.